Hier einmal ein kurzes Reparaturvideo zu einer Pfanne. Und zwar sieht man hier schon, das Problem ist quasi, dass hier dieser Griff relativ viel Spiel hat und dadurch wackelt die Pfanne immer, wenn man die wendet oder hier irgendwas macht. Und das ist nicht so ganz angenehm, beziehungsweise eventuell sogar kritisch, wenn man hier was Heißes in der Pfanne hätte und sich der Griff auf einmal löst. Und dazu jetzt hier ein Tutorial, wie man das reparieren kann. Und jede Pfanne, kann ich sagen, hat hier hinten so einen Kreuzschlitz quasi, beziehungsweise da kann man eben diesen Griff quasi dann anlösen, wenn man diese Schraube hier hinten löst. Und wenn man das jetzt hier runter macht, können wir gleich mal reinschauen, dann kommt quasi der komplette Griff weg. Kann man den kompletten Griff abnehmen. Und darunter bekommt man eben zu sehen, wie die ganze Aufnahme hier befestigt ist. Und das geht hier dann 2 Sekunden. Und jetzt sieht man auch schon, das hier ist eigentlich die Pfanne und hier ist quasi so ein Gewinde angeschweißt an diese Pfanne. Und in diesem Gewinde wird quasi hier mit einer Schraube am Griff und diesem Unterlagteil hier eben die Pfanne dann bzw. Pfannengriff befestigt. Und bei diesen Billigpfannen in Anführungszeichen gibt es hier dann meistens das Problem, dass eben genau dieser Griff mit der Zeit sich lockert. Und was könnt ihr tun, dass das eben nicht mehr passiert ist? Ihr nehmt euch jetzt hier so Loctite, da gibt es einmal hier eins von Liqui-Moly bzw. Schraubensicherung nennt man das auf Deutsch. Und das kann man quasi bei Amazon, ich sag mal, für zwischen 5 und 7 Euro hier so eine kleine Flasche kaufen. Ich habe jetzt hier das Mittelfeste, da gibt es auch noch sehr fest. Ich weiß nicht, mir hat bisher das Mittelfest immer gereicht. Und da könnt ihr dann hier auf die Schraube quasi, auf das Gewinde ein bisschen was drauf tun. Und ihr müsst, wenn ihr das hier ganz frisch kauft, oben leicht mit der Schere das anspitzen, quasi, dass das da rauskommt, dass das überhaupt hier aufgetragen werden kann. Und jetzt sieht man hier schon, das riecht so ein bisschen. Und ich habe da jetzt hier ein bisschen was drauf getan. Und zusätzlich mache ich noch einen kleinen Tropfen hier in das Gewinde rein. Genauso wie jetzt hier. Und dann könnt ihr wieder hergehen und eben in umgekehrter Reihenfolge versuchen, die Pfanne hier wieder zusammenzubauen. Und wie man jetzt hier sieht, muss man dazu halt hier diese Unterlagdistanzscheibe da wieder reinbauen, dann hier diesen Griff aufstecken. Und dann kann man auch schon wieder diese Schraube hier einsetzen und braucht dann halt ein bisschen Fingerspitzengefühl und Muße, um das hier anzubringen. So sieht es dann jetzt aus. Also ich muss jetzt hier noch so ein paar letzte Umdrehungen quasi tun. Da halt aufpassen, dass ihr das Gewinde nicht kaputt macht. Oder dann, wenn ihr wisst, dass die Schraube da drin nicht mehr so ein gutes Gewinde habt, schauen, was das eben für eine Größe ist und dann die halt austauschen direkt, dass ihr halt in Zukunft euch nicht die Chance vertut, dass ihr hier an diese Schraube rankommt, beziehungsweise diesen Griff hier wieder anlösen könnt. Wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier die Schraube angelöst, beziehungsweise eben mit dieser Schraubensicherung gut befüllt und jetzt hier eben noch 2-3 Mal richtig gut angezogen. Und was jetzt eben diese Schraubensicherung hier tut, ist, wenn das da drin ist im Gewinde, dann ist ja da keine Luft mehr da und die härtet quasi überall aus, wo keine Luft mehr hinkommt. Und dadurch könnt ihr quasi Schrauben so sichern. Ich habe das auch schon zum Beispiel bei einem Kamerastativ verwendet oder auch bei anderen Dingen. Überall, wo ihr Schrauben habt, die sich halt durch Vibration oder durch öftere Benutzung quasi lockern, könnt ihr, wie jetzt hier auch bei dieser Bratpfanne, eben an die Gewinde quasi von den Schrauben solche Schraubensicherung reinpacken und dann seid ihr relativ sicher, dass sich da nichts mehr lockert, beziehungsweise da müsst ihr halt eventuell auch vorsichtig sein, weil wenn ihr da zu viel reintut, beziehungsweise das ihr ja bei einem Gegenstand, wo ihr das dann irgendwann wieder lösen wollt, reintut, dann passiert da nichts mehr, dann könnt ihr eventuell die Schraube nicht mehr richtig losmachen. Aber hier bei so Gegenständen wie der Bratpfanne, sage ich mal, ist es eher kein Problem, beziehungsweise ja gewollt, dass der Griff hier dran ist. Von daher da der Tipp. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben und sonst viel Spaß beim selber ausprobieren. Ciao, ciao!